Find the Anomaly Games gibt's ja viele, aber es gibt nur ein Captured. Ich hab's schon eine Weile auf dem Schirm, ich wollte es schon länger mal austesten. Und heute ist der Tag, das soll sehr, sehr gruselig sein, ist Observation Duty mit Füßen, ja? Wir laufen rum, während wir angeschrien werden oder irgendetwas entdecken, was hinter der nächsten Ecke lugt. Denke ich mal, keine Ahnung, no Spoiler, ich weiß es nicht, ich kann's nur vermuten. Allerdings ist Vermuten bei einem Game wie diesem nicht so gut. Deswegen sollten wir uns schon bemühen, was zu wissen. Zumindest, was die Dinge, die sich verändern, angeht. Ganz viel Spaß, Leute. Schwierigkeit wählen. Abgesicherter Modus. Nee, da fährt sich ja Windows runter. Ich kann nicht. Okay, warte mal. Alle tödlichen Kreaturen werden entfernt. Nö, ich will tödlich. Oh, ich kann noch gar nicht. Ich muss erst normal Objekttyp-Anomalien betreffen. Nur große Objekte, Möbel und Geräte. Albtraum. Anomalien von Objekten können jedes Objekt betreffen. Oh nee, da sind wieder die Zehennägel verflucht. Ich würde eh normal nehmen, glaube ich. Sonst komme ich hier nicht mehr weg vom Rechner. Okay, recording. So, this is how my room looks normally. But there, do you see it? Oh shit! I think it's hard to see on camera. Yeah. And it's nothing there when the lights are on. Wir hatten dem eine Kerze in den Kopf gestellt. Das sieht man dann schon ganz gut. There it is again. So. Okay, seit wann hast du die Katze? Yeah, I don't know. It's like it hates lights or something. Wie gechillt der ist. What was that? Wait, where's the light switch? Oh no! Uh-oh. Ey, ist das dieses eine Mom? Game, wo wir eine Erklärung kriegen, warum wir das Licht nicht anmachen? Stromausfall hat ausgedient. Es sind die geklauten Lichtschalter. Oh. What? Oh, das sieht crazy aus. Krass, halten mit Tuninteragieren, Zoom-Taschenlampe umschalten. Umschalten, ja, auch ausgenannt. Und sprinten kann ich auch. Oh. Alright, alles klar. Hier geht's nicht rein. Mama scheint nicht da zu sein. Die hat wohl noch ein Date. Na gut. Das schreit ja nach Mikrowellenessen. Wirf einen kurzen Blick durch das Haus. Etwas scheint nicht zu stimmen. Alle Fenster und Deckenleuchten sind verschwunden. Dies ist das Standardhaus. Jede Änderung der Umgebung in späteren Schleifen betrachten sie als Anomalie. Die aktuelle Schleife enthält keine Anomalien. Okay, wir spielen ja auf normalem Schwierigkeitsgrad. Anomalien können bloß größere Objekte betreffen. Die Frage ist, was machen wir, wenn wir eine sehen? Das ist ein äußerst normales Poster. Und es gibt nichts auszusetzen. Oh mein Gott. Das ist schon gruselig. Das würde ich schon melden. Oh, es ist einfach das ganze Haus. Waren das meine Schritte? Ja, ne? Oh Gott. Okay. Da haben wir ja einiges vor. Let's go. Die Küche? Darf ich vorstellen? Die Küche. Ja. Ihr könnt eure Küche ja anders einrichten. Meine sieht so aus. Ist mir egal. Es geht euch auch nichts an. Okay, aber ab wann loopt es? Wie viele Räume haben wir denn? Als ob ich mir das merk. Ach du Scheiße. Wir wissen zumindest, dass es nicht in den übelst kleinen Details hier liegt, was sich verändern kann. Und wir wissen zumindest, die Gesichter der Leute auf den Fotos, die sind verschwunden. Und das soll auch so sein. Ist klar.
Ah, das Badezimmer. Okay, was haben wir hier Schönes? Boah, große Objekte. Aber was? Alter, was eine Hütte? Junge, weißt du, mach doch mal so ein Spiel in so einer 40 Quadratmeter Studentenbude. Traut euch nicht. Nee, das macht wieder keiner. Okay. Hier ist der Essbereich. Hier geht's weiter in Wohnzimmer. Ich komm da. Da geht's dann zur Schleife, die Anomalien enthält, right? Ab hier beginnt der Loop. Ab hier beginnt der Loop. Auf eine Anomalie zoomen und klicken, um sie einzufangen. Dann E drücken. Und auswählen? Also tatsächlich kann ich nichts Komisches bemerken, Freunde. Ihr? Okay, und jetzt Objekt. Wait. Alle fehlenden zusätzlichen Objekte in der Umgebung. Verformter Raum. Fehlender Raum. Ausgewählt. Anomalieobjekt. Alle bewegten, fehlenden oder zusätzlichen Objekte in der Umgebung zählen als Objektanomalie. Das ist doch deine Objektanomalie, right? Fehlender Raum. Ach du Scheiße! Wenn die Tür zu einem Raum vollständig fehlt. Oh, damit werde ich so eine Probleme haben. Okay, habe ich markiert. Und wo sind die kleinen Männchen, die das wegräumen? Gibt's nicht, ne? Kätzchen. Miau. Oh, shit. Was war das? Hi! Oh, shit! Oh, mir geht's gut. Trotz des leichten Anstiegs des Dezibelbalkens gerade. Okay. Weißt du, ich würde aber mir nicht vertrauen. Ich bin nämlich der Markiernator, Alter. Wenn ich dich mit meiner Kamera festhalte, dann kommen die Jungs. Ja, und die tragen dich vor die Tür. Ist mir egal, ob es regnet. Ist egal, ob es kalt ist, ja? Ohne Socken, ohne Essen, du fliehst raus, ja? Also, sorg dafür, dass du mir nicht vor die Linse gerätst, mein Freund. Da werde ich nämlich richtig fruchtig. Wenn sie eine Anomalie entdecken, müssen sie sich im gleichen Raum befinden, um sie zu scannen. Okay, okay, ist ja gut. Die Lampe? Ich hab doch gesagt, das ist alles geklaut. Raumskalenanomalie erkannt. Verformter Raum. Beleuchtung. Yeah. Yeah. Sehr gut. Okay. Es ist übrigens 2.13 Uhr. Ich weiß nicht, wo ich meine Cam hinsetzen soll. Die ist überall fehl am Platz. Scheiße. Anomalien-Scan entleert ihren Akku. Schauen Sie im Haus nach neuen Batterien. Oh, was? Willst du mich verarschen, Alter? Nee, die meinen das ernst, ne? Alles klar. Oh, oh. War hier ein Kleiderständer oder war das im Schlafzimmer? Alles klar. Antwortet nicht, ich hab's schon rausgefunden. Der Anom-Zähler zeigt die Zahl der erfassten Anomalien an. Um zu entfliehen, muss er Zähler 13 erreichen. 13 erfasste Anomalien. Jeder Durchlauf kann bis zu 3 Anomalien haben. Bis zu 4 im Albtraumschwierigkeitsgrad. Okay. Und wann gibt's Essen? Ist ja alles schön und gut.
Aber ich brauche dann auch ein Leckerli zur Belohnung. Boah, Alter, das ist gruselig. So, ich habe jetzt zwei gefunden. Beenden eines Loops bestätigt ihre erfassten Anomalien. Fehlende oder falsch ausgewählte setzen ihren Anomzähler zurück, nachdem sie eine neue Schleife betreten haben. What? Ich muss immer alle finden? Alle? Oh no. Großer schwarzer Kürbiskopf. Ja, ich bin ein bisschen lost. Über Hilfe wäre ich echt dankbar, so. Ich teile auch mein Mikrowellenessen, was meine Mutti mir vorbereitet hat, weil sie unglücklicherweise auf ein Date gegangen ist mit dir. Aber nagel mich jetzt nicht drauf fest, ne? Immer noch. Erwischt. Er fucking wischt. Federraum. Tja. Wer seinen Raum nicht findet, der kann ihn auch nicht bespuken, oder? Glasklare Sache. Ist der Stuhl verschoben? Nein, es sind nicht solche Details, oder? Okay, wir haben drei ausgewählt. Bis zu drei kann es geben. Stürmen oder schneien. Genau gesehen. Oh shit, oh shit, was bist du? What the fuck bist du? Jeremy, du gehst jetzt ins Bett. Du hast schon ganz viereckige Augen. Du hast schon ganz schlapprige Ohren. Komm, ab in dein Zimmer. Ab in dein Zimmer, Jeremy. Was tust du, dass der mich vorhin gefragt hat, ob ich dir vertraue? Vertrauen ist eine Frage der moralischen Erwägung, die auf Basis seiner Entscheidung getroffen werden muss, die sich auf Erfahrung mit dem jeweiligen Individuum stützt. Möchtest du, dass ich dir vertraue? Oder sagst du mir subtil, dass ich dir nicht vertrauen kann? Im ersten Falle solltest du dein Vertrauensverhältnis zu mir beweisen. Im zweiten Falle fick dich. Gut, dass wir das geklärt haben. Keine Ahnung, wenn in dem Bereich. Alles normal. Alles okay. Ist gut. Hör mal auf jetzt. Hör auf jetzt zu spinnen, du. Pikachu mit Tollwut. Ja. Hubla. Hubla. Ich habe Endoskelette studiert. Mach keinen Scheiß, Digi. Oh shit. Nein, lass mich doch das scannen, du. Du alte Sau, du! Fuck, ich muss da drinnen stehen! Mach zu jetzt! No! Oh mein Gott! Oh boy! Hör mal auf jetzt! Hör auf jetzt! Hör auf! Hör auf! Du Scheiße! Okay. Objekt, right? Help me. Ich weiß nicht, wo ich hingehe, by the way. Fuck! Oh Gott! Nein! Badezimmer, verformter Raum, 0 von 13! Scheiße! Bro, scheiß mal auf die Batterien! Finde ich auch irgendwie eine Kalaschnikow oder so!
Ich will mich nicht beschweren. Ich bin dankbar für so eine Taschenlampe. Nee, wirklich. Macht mir großen Spaß. Warte mal. Ach, die Fenster sind weg, ne, hast du gesagt. Ah. Ach so. Oh, ich muss Batterien finden. Damn, 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 damn. Komm, lass mich rein, Junge. Oh, nein, 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 nicht, 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 nicht. Okay, boah, zum Glück. Okay, Wasseranomalie. Perfekt. Das ist relativ eindeutig. Ich sorge mich nicht um die Rechnung meiner Eltern. Verformter Raum im Badezimmer. Why? Also was war das? Okay, Leute, Konzentration. Actually, ich muss wirklich Batterien finden. Sonst bin ich am Arsch. Aber irgendwie ist, ich weiß nicht, bei meinem Hundchen hat der Hunger eingesetzt. Was soll ich denn da tun? Hier fehlt doch was. Objekt fehlt, ne? Das ist richtig. Ich brauch so Batteries, Leute. Kann man die Schränke hier nicht aufmachen? Nein. Wenn ich fehlerhaft scanne, wird mir das auch abgezogen. Das ist die Strafe, die ich dann wohl auch verdiene. Hm. Ja, ja, Freunde, ich lade jeden Stream hoch, keine Panik. Mann, ich habe jetzt zwei nur. Bis zu drei, ne? Boah, was weiß ich. Fuck! Objekt im Esszimmer, Tipps. Wenn sie in einer Endlosschleife gefangen werden, verschwinden alle Fenster. Ja. Ach so, okay. Ist gut. Damn. Ich hör's. Das ist der Klodeckel. Mist, ich muss mir wirklich Mühe geben. Jetzt komme ich hier nicht weit. Warte, eins nach. Ich melde das jetzt, sonst nervt mich das. Oho! Das internationale Meeting des ersten Toiletten e.V. findet hier statt. Na dann. Jungs, ich wollte euch nicht länger stören. Wenn ein Raum vollständig umgestaltet wurde. Objekt, oder? Und das da hinten, ist das eine Extra? Nee, scheinbar nicht. Ich muss jetzt unbedingt meine Kamera aufladen. Ich weiß nicht, wo ich welche finden kann. Das wurmt mich. Hier vielleicht? Oh, da hätte ich so welche versteckt. Oh, hier. Oh, thank God. Okay. Oh, die machen es aber auch spannend, ne? Die feiern auch alle ihr eigenes Fest. Was soll ich euch sagen? Aha. Ja, die gründen ja gerade ihre eigene Partei. Der mir hört, die Ampel ist am Ende und... Du! Da haben sie die Chance ergriffen. Kann sie nicht verübeln. Irgendwer wird irgendwann da mal in meinem Bettchen schlafen. Dass ich halt auch immer wirklich alle finden muss. Das ist krass. Okay, hier irgendwas Merkwürdiges? Sieht nicht so aus.
Du bist doch in Mr. Blue gestorben! Boah, das finde ich aber ein bisschen kacke. Das finde ich ein bisschen scheiße, dass ich das dann nicht mehr scannen kann. Wieso? Okay, also maybe. Was machen die? Jo, die haben es ja aber auch mit Toiletten, oder? Und ihren komischen Geheimtreffen. Kleines Schlafzimmer. Ja, Objekt, würde ich sagen, oder? Ist doch definitiv richtig. Ich gehe mal davon aus, nur eine Anomalie pro Raum. Sonst ist es ein bisschen fies. Der Klo-Kult, ja. Nicht okkult, sondern, ja. Mann, niemand chillt in meiner Wanne. Wieso nicht? Ich liebe Badewanne. Könnt mir die nicht versauen. Horror-Games über Jahrzehnte haben sie es probiert. Noch haben sie es mir nicht madig gemacht. Oh. Baden auf die 1? Yes, yes. Es wird auch immer ein Kriterium bleiben bei einer Wohnung. Es muss eine Badewanne sein. So. Mann. Das ist erst der normale Schwierigkeitsgrad. Ich bin jetzt schon komplett überfordert. Wasser. Die Anwesenheit von Wasser zählt als Wasseranomalie. So, habe ich jetzt alles gefunden, oder? Okay, das waren nur zwei. Alles klar. Oh nein, die Toiletten drehen durch. Was ist jetzt passiert? Oh, come on. Ist eine Objektanomalie, ne? Ich meine, zum Glück sind die Spezifikationen halbwegs eindeutig. Und zumindest wissen wir, wenn wir drei finden, dann haben wir auf jeden Fall alles richtig gemacht. Wenn wir weniger finden, ist es so eine Sache. Ich könnte mal mehr, strategisch gesehen, auf gut Glück Sachen scannen. Oh, das ist jetzt aber wirklich Mist. Oh, wie soll ich ihn denn entkommen, bitte? Oh Gott, Mann! Ich hasse den! Türen halten ihn nicht ab, ne? Türen halten ihn nicht ab. Das ist wirklich super räudig. Wie soll das funktionieren? Wie soll ich... Nein. Oh, Moment, wenn die Tür zu ist. Der steht da! Ich sehe deinen dicken, ekligen Stinkezähner durchgucken. Ach du Scheiße. Kann ich den einsperren? So wird man den los. Und den anderen scheinbar auch. Das ist immer das Ding. Mit so interdimensionalen Mutantengeistermonstern. Ja? Auch hier. Wann hast du Zeit gehabt, das zu machen? Sie scheitern
Einfach an einer handelsüblichen Haustür. Hör auf. Scheiße. Ist das jetzt der Raum umgestaltet? Nee. Das ist nur Objekt. Die haben sich bewegt. Ich sehe es. Mann, Alter, aber ich kann jetzt doch nicht... Oh. Ach, hier ist kein... Oh, shit. Mann, deinen dicken Hintern da weg. Oh, jetzt habe ich wieder nur zwei. Oh, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich hasse den. Oh, es war richtig. Okay, 4 von 13. Das ist nicht wirklich ein Achievement. What war das? Wow. Irgendwas hier zu bemerken? Nein. Das war aber keine Anomalie, oder? Das war einfach nur... Das war einfach nur ein Scare. Muss wegrennen und im Raum einsperren. Ja, aber es ist halt... gar nicht so leicht. Ich habe ja gerade was gesehen. Da war doch was auf dem Boden. Oh, oh! Du! Hm. Ist das neu? Nee. Alles klar. Oder auch nicht, weil... Jetzt ist wirklich fraglich. Oh! Ey, das ist nicht euer Scheißernst. Okay, wenn der Typ da ist, einfach nicht hingucken, ja? Oh Mann, ich weiß nicht. Ich habe nichts gefunden. Och, so ein Mist. Hey, Liza, grüß dich. Schön, dich zu sehen. Stirbt Zef gerade? Ja, 1000 Tode. Aber mein Herz, es hat sich über die Jahre eine Hornhaut aufgebaut. Sie kriegen mich nicht so leicht klein. Jo, ich kann's euch nicht sagen. Ich find nichts, was sich verändert hat. Wisst ihr, man muss nur mal meckern. Hi. Tja, was ist das jetzt? Elektronisch. Kann ich da rangehen? Mann! Ich will, dass mich der Pizzadienst anruft. Es tut mir leid, ich habe nur Hunger. Okay, ich nehme mal noch die Batterien hier mit. Aber kann das sein, dass hier nur eine Anomalie ist jetzt? In dem Durchgang? Das Problem ist, ich glaube dem Spiel das nicht. Tausend Tode Challenge. Das hätte nur, damit ihr euch wieder über mich lustig machen könnt. Ah, ah. Den Gefallen tue ich euch nicht. Das ist ja bierernst. Hier wird nicht gelacht. Wir sind ein seriöser Stream. Es scheint wirklich nichts anderes zu sein. Ich gehe jetzt hier extra nochmal durch. Ist es nur das eine? Wenn ich jetzt verliere, wäre ich wieder komplett zurückgesetzt. Bedanke dich für den Raid? Oh, shit! Ich habe es nicht gemerkt! Wisst ihr, so konzentriert bin ich bei der Sache. So ein seriöser Stream ist das, dass ich diesen Raid nicht bemerke. Das ist ja scheiße. Ey, Raiders, was... Hör auf, mich zu gaslighten. Ihr macht mich fertig von allen Seiten hier.
Ey, kommt in meine Arme. Ich hoffe, ihr hattet einen fantastischen Stream. Liza, danke schön. Danke für den Raid. Ihr seid der Herz allerliebst. Fuck! Dang it! Scheiße! Wir doch nicht? Was, ihr doch nicht? Einen fantastischen Stream gehabt haben? Das glaube ich euch nicht. Ah. Der war mit Abstand besser als alles, was ich ja da bieten kann. Es ist nämlich ein einziges Trauerspiel. So sieht das aus. Ja, ihr kommt hier rein, ja, ist okay, raiden wir mal Seth. Das ist bestimmt lustig. Nee, es wird geweint. Ja, alles nass. Vor Enttäuschung. Oh, dich hat man schon gehabt. Okay, ich muss nämlich hier durch die Räume latschen und melden, was irgendwie anders ist, als es normalerweise sein soll. Der Wasserhahn zum Beispiel. Oder manchmal findet hier auch das Zentralmeeting vom ersten Toiletten-EV hier statt, ja? Die ganze Verwandtschaft von dem Kollegen hier ist dann angereist. Aber das werdet ihr wahrscheinlich auch noch bemerken. Ey, yo, lieben Dank für den Raid. Das ist super, super lieb von euch. Dankeschön. Fühlt euch herzlich willkommen. Vor 4 Minuten. Das geht noch, ne? Ich habe meine Kredibilität nicht eingebüßt. Hör auf! Weggucken. Oh, nicht in den Nacken beißen. Alles klar, Alter. Seth steht nicht auf dem Speiseplan. Oh, das hat man jetzt aber schon. Der Fernseher fehlt. Yeah. Objekt. Was ich bemerkt habe, wiederholt sich offensichtlich. Ich meine, macht mir nur das Leben leichter. Ich weiß halt nicht, wie viele Sachen es hier gibt. Was habt ihr denn mit ihren Klos? Ich fass es nicht! Was soll das denn? Jedes Mal, Alter! Oh Mann, okay. Well, yeah. Kannst gleich sitzen bleiben nach dem Essen. Das erledigt mir alles in einem Rutsch hier. Die ganze Nahrungskette. So, gut. Das waren jetzt 3. Mehr als 3 kann es nicht geben. Also ich kann jetzt hier durchstürmen. Let's go. Geil. Oh oh. Schwerer Atem. Ah! Ich guck nicht. Weg. Der schniepelt immer mein Ohrläppchen hin. Eigentlich will er mich fressen, aber er darf nicht. Es wurde ihm gesetzlich verboten. Jetzt kommt nämlich hier die Monsterpolizei und dann kommt er in den Knast. Oh. Well. Was haben wir denn hier Schönes? Können wir das alles scannen, bitte? Ja. Verformter Raum. Es ist definitiv das etwas andere Schlafzimmer. Aber ich will das jetzt. Was ist da? Oh nee, es ist die Waschküche hier gewesen. Was gibt's da Schönes? Batterien? Friday night we reported the mysterious disappearance of 12-year-old Jason Miller from his home in Michigan, adding to the over 100 unexplained disappearances of children from their own homes in just the last 5 months. Tonight, we have a chilling update as Jason's parents discovered a series of newly recorded videos on their home camera, dated after the day of his disappearance. At first glance, they seem like normal videos of the family's home, reported by Jason himself. However, according to his parents, there are multiple disturbing differences. Out-of-place objects, missing rooms, and malfunctioning electronic devices all appear in what can be described as an endless labyrinth of their home. In these recordings, Jason appears to be alone in the empty house.
videos may provide the first significant lead in the battle. Ja, alles klar. Also, ich, der kleine Jason, ich bin leider verschwunden. Meine Eltern haben gesagt, ich soll das Haus nicht verlassen. Und dann haben sie mir einen riesen Wald in der Waschküche gepflanzt. Tja, Mutti, wird's wohl nicht mit bügeln. Levi, du hast das Vereinsmeeting vom ersten Toiletten-EV verpasst. Wir haben auch zusammen gegessen. Es war eine Wucht. Alles, was reinkam, kam auch wieder raus. Nicht herein. Ich habe hier Dinge zu tun. Fuck, nur das eine? Oh, gleich kommt Fentanyl-Pikachu wieder. Ich will nicht. Ah, du. Gruselig. Objekt. Schade, darauf hatte ich mich eigentlich gefreut. Tut mir leid, Mann. War das schon immer hier? Nö, ne? Sind's nur zwei Leute? Ich habe jetzt fünf. Maximal drei können es sein. Habt ihr noch irgendwas gesehen? Ihr seid auch heute so still. Das beruhigt mich eigentlich. Ihr habt auch keine Ahnung. Aha. Yes! Okay. Grüne Zahlen sehe ich immer gerne. Sowohl auf dem Aktienportfolio als auch in meinem Captured Horror Game. So. Kenner würden sagen, hier stand mal ein Bett. Ich bin schlauer. Nein, ich bin nicht schlauer. Hier stand mal ein Bett. Bitte was? Mann, das hat mich jetzt einen Batteriestrich gekostet. Du Sau. Papi hat den Wald hier abgeholzt. Ah, na? Meeting mit Freunden? Der schläft heute hier, soll ich sagen. So, da haben wir Nummer 2. Wieder nichts los in der Badewanne. Ansonsten. Ey, wenn wir mal einen Raum vermissen, so, ne? Ihr müsst es in den Chat schreiben. Ihr müsst einfach. Ich krieg das nicht mit, glaube ich. Vorhin habe ich es mal mitbekommen, aber. Stand da immer ein Schaukelstuhl? Ich glaub dem kein scheiß Wort. Ey, wenn wir das jetzt gewinnen, also diesen Durchlauf, dann sind wir bei 7, also so ziemlich der Hälfte. Ja, aber sind's zwei? Sind's nur zwei? Benutze Türen! Dann kommt der aber andersrum! Mr. Fucking Blue! Oh, ich hab jetzt richtig Bock auszutreten. Ich sehe hier die ganze Zeit Toiletten. Ich muss jetzt auf eine. Ich muss sie jetzt benutzen, ja? Die machen mir den Beckenboden wässrig, Leute. Ich kann's nicht ändern. Jetzt sind wir wieder von. Also. Ich glaub das nicht. Wir haben nichts geschafft. Mann, wir waren bei der Hälfte. Das gibt's doch wohl nicht. Och. Das ist ärgerlich.
Aber was soll ich denn gegen die... Mal for real. Der kommt doch dann von der anderen Seite. Oder bleibt der da dusselig an dem... an der Tür kleben? Oder wie soll das funktionieren? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. I don't get it. Da vorne ist auf jeden Fall was. Was mit euch eigentlich? Okay. Da hat man im Entwicklerbüro auch mal ein bisschen gesponnen. Ja, was ist mit Chat? Scheiße, ist das jetzt Objekt oder ist das Beleuchtung? Lichter mit unerklärlichen Quellen. Also die Quelle ist der unerklärlichste Kühlschrank. Ist Beleuchtung, oder? Oh, wehe, das ist falsch, wehe. Weil du keine Musik angemacht hast. Was? Hat Levi nicht gesungen? Oh. Ärgerlich. Weißt du, kommt zu spät, singt nischt. Im Flur? In der Küche war elektrisch. Ey, sorry, aber das ist wirklich, also, come on. Das ist komplett beschrubbt. Wieso elektrisch? Woher soll ich denn beurteilen, dass der Kühlschrank nicht funktioniert? Das ist dämlich. Das Rauschen ist richtig funky. Du programmierst mir bis zum nächsten Mal einen Pausenscreen, mein Fräulein. Mit Musik. Und dann reden wir mal weiter. So, da, hi. Nein, alles normal. Da stand schon immer eine Toilette. Hör auf, mich zu gaslighten. Objekt. Bubi-Lampe? Mrs. Griechenstrike. Oh shit, halt's. Dein Mäulchen. Mach zu jetzt, du. So, wenn da eine Anomalie drin ist, wir werden es nie erfahren. Boah, da ist es einfach. Fentanyl Pikachu. Hier ist nichts, ne? Hier ist ja nichts. Okay, nur zwei. Ich denke immer irgendwie, das Ding ist umgedreht. Okay, hier ist alles gut. Das ist der fucking leichteste Schwierigkeitsgrad. Was ist denn hier schon wieder los? Ja, ich irgendwie, also. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, als sie das programmiert haben, mussten die einfach übelst dringend aufs Klo. Weißt du, da war Brainstorming vorher. Und es wurde beim Mexikaner bestellt. Und naja. Ich weiß nicht, was ich tun. Ich weiß nicht, was ich gegen ihn tun soll. Ich bin einfach tot, oder? Ich bin einfach tot! Ich bin tot! Ich sterbe! Die Holztür hat das unsichtbare interdimensionale Wesen aufgehalten. Die Holztür, aber es muss schon 3 cm sein. Ja, 2 cm bricht er durch. 3, da beißt er sich die Zähne aus. Und zum Glück wurde das Haus entsprechend präpariert. Okay. Ich habe ein was habe ich gemeldet. Oft sind es mindestens 2. Ich finde das, by the way, ultra fies. Dass mehr als eine Sache falsch sein kann. Und du das einfach nicht weißt. Und du das auch noch richtig
einordnen musst. Und dann gibt's noch hier die zugekokste Nachbarschaft. Ich hab's schon auch echt nicht leicht. So als... Weiß ich nicht. Attention. If you are watching this, you may be stuck in a loop. Oh, maybe, yeah. If your house feels unfamiliar, you may be stuck in a loop. If all ceiling lights and windows are... Yes! Okay, 4 von 13. Oh, er hat irgendwas reingeladen, da war gerade ein Lag. Oh. Aber was? Und wo? Die Stimme kommt mir bekannt vor, diese typische Analog-Horror-Game. Oh. Oh. Da ging Slendermans hässlicher Cousin da hinter mir. Knarzbert. Slenderman? Ja, Slenderman ohne Schulabschluss ist das. Okay, ich nehme mir die Batteries mit. Ans Klo haben sie sich diesmal nicht getraut. Aber was haben wir hier? What do we have here? Das ist das große Arbeitszimmer der Langeweile. Hier passiert immer irgendwie nichts Spannendes. Ich hab jetzt... Oh, Fernseher. Das hat man nun schon öfters. Aber es ist halt auch leider nur eins. Wohl bekomm's. Was ist das jetzt? Fehlende zusätzliche Objekte. Das ist Objekt, ne? Der Raum ist ja nicht gänzlich anders. Okay, finden wir noch was Drittes? Das würde mich sehr beruhigen. Was war das? Ich hab Angst. Oh, es war richtig. Dankeschön, Alter. Jetzt küss mich auf die Wange. Ah. Dann wieder den Geisterschwanz einziehen. Typisch. Für deinesgleichen. So. Ich wollte nur mal auf Nummer sicher gehen. Du kannst es dir nicht leisten, alles zu scannen, so auf... auf gut Glück-Basis. Okay, auf jeden Fall Objekt. Hier ist sonst nichts. Ich denke mal, es kann immer nur eine Anomalie in einem Raum sein. Sind das leere Klorollen? Ich fass es nicht. What are you doing? Verform doch auf. Die zelebrieren hier einfach ihre Leidenschaften für den Toilettengang. So! Oh Gott, das war knapp! Verpiss dich! Bitte! Was ist denn hier jetzt los? Ich glaube, der ist weg. Dein Stream für nächste Woche Donnerstag bleibt, ist, ja. Immer nur, wenn ich Donnerstag nicht kann, aus irgendwelchen Gründen. Dann müssen wir das verschieben oder ausfallen lassen. Ich sag da auf Instagram Bescheid rechtzeitig. Also rechtzeitig am Tag. Deswegen schau da gerne vorbei.
Ausrufezeichen. Was haben wir für ein Command für Instagram? Scheiße, wie melde ich denn das? Objekt, ne? Alle bewegten Objekte. Wir sind bei 9. Haben wir hier 3 gefunden? Object, ja. Ausrufezeichen Insta, okay. Oh, Bruder. Meinst du, ich soll durchgehen? Drake, wenn der automatisch runterregelt, dann kann das einfach sein, dass Twitch nicht genug Serverkapazität hat, um alles freizugeben. Normalerweise ist das so bei gepartnerten Kanälen, dass alles frei ist immer, aber manchmal eben scheinbar auch nicht. Was nachvollziehbar ist, weil Twitch ja so ein kleines 10-Mann-Unternehmen ist, weißt du? Die haben nicht so viele Server. Die haben auch keine große amerikanische Milliardenfirma im Hintergrund, ja? Deswegen, schade. Oh mein Gott, das war richtig. Ich hab neun, Leute. Ich bin gerade. Oh, ihr seht's hier gerade, okay. Ich wollte gerade sagen, ich bin mit meinem dicken Rücken davor. Aber nope. Startup. Ja, genau. Da muss man auch mal ein bisschen nachsichtig sein. Geht halt nicht immer alles. Scheiße, was ist das? Objekt, ne? Zusätzliches Objekt. Oh Gott, ich weiß nicht, glaub ja. Aber es ist halt auch Beleuchtung, oder? Es wäre zu um die Ecke gedacht. Es ist in erster Linie ein zusätzliches Objekt. Wehe, das ist falsch. Oh, da war was. Ich hab's gesehen. Ey, ich will nicht an diesem komischen gelben Vieh nochmal sterben. Ich hoffe immer nur jedes Mal, dass es nicht spawnt. Was spielst du Captured? Du loopst quasi immer im gleichen Haus und musst markieren, was sich verändert hat. Zusätzliche Objekte, wenn die Räume ganz anders sind. So zum Beispiel. Und wenn du es verkackst, fängst du wieder von vorne an. 13 Mal musst du alles richtig machen. Und es gibt Monster, die dich umbringen dabei, weil die mögen irgendwie nicht, dass du hier mit der Kamera und so rumläufst. Die mögen ihre Privatsphäre, you know. So, das ist das Objekt. Wir sind bei 11. Alter, haben wir es gleich geschafft, oder was? Gibt es jetzt hier noch was Zusätzliches? Dann bin ich übelst beruhigt. Dann haben wir beim nächsten Mal nur 1. Fuck, ich bin mir so unsicher. Das darf ich jetzt nicht verkacken. Oh. Ich hab Schiss zu gehen. Ey, ihr müsst mir jetzt helfen, Leute. Ihr müsst jetzt... Komm, wir müssen das jetzt gemeinsam machen. Die können uns nicht aufhalten. Ihr müsst mir jetzt sagen, ob irgendwo noch was komisch ist. Außer unten links in der Ecke. Das zählt nicht. Ich glaube, es ist alles fit. Ich glaube, es ist alles okay. Ist gut. Passt.
fast. So oft in diesen Spielen hat die Probe aufs Exempel schon zum Erfolg geführt. Glaubst du, das ist eine gute Idee? Kommentiere das nicht. Ich lese das nicht mal. Ich will nur mit dem Chat interagieren. Okay, wir belassen es bei... Boah, das ist sein Atem. Wir belassen es bei 2, ja. Wir belassen es bei 2. Wer? Ich werde mich hemmungslos übergeben, wenn das falsch ist. Yes! Mm! Bleib's drin, bleib schön drin. Okay. Ich höre irgendwas ticken. 2 noch, Leute. Keins mehr? Ich bin aufgeregt. Scheiße, es könnte so leicht sein. Einmal Glück haben. Aber natürlich nicht. Toiletten? Nein, sie lassen mich im Stich. Du! Eins haben wir gefunden. Objekt. Ich höre Schritte. Oder was höre ich? Ich habe keine Ahnung. Oh, bitte nicht Pikachu. Oh, bitte halt so lastig. Es könnte auch 1 sein, ne? Es könnte auch einfach nur 1 gespawnt sein. Das glaube ich nicht. Oh, scheiße. Kann mich bitte noch 1 finden? Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Scheiße. Ich dachte, da hängt vielleicht ein Bild oder so. Waren es schon immer 2 Kartons? Bro, hör auf, Alter. Hör auf. Komm, Bro, noch 1. Jetzt! Wir haben's! Elektronisch! Sie haben die erforderliche Anzahl erreicht. Verlassen Sie die Schleife, um zu entfliehen. Let's go! Yes! Oh! Nice! Bam, Junge! Normale Schwierigkeit! Ah, da habe ich keine Kosten und Mühen, habe ich da gescheut, Freunde. Oh mein Gott, wer hat die FPS geklaut? Oh shit! What the fuck? Oh no! Oh, das ist so ein Monster-AG-Scheiß. Ach du Scheiße. Sorry wegen Framedrops. Geht wahrscheinlich gleich wieder. Oh, jetzt muss ich nur die Tür zu meinem Zuhause finden, ne? Oh nein. Stehe ich gleich bei irgendwem im Schlafzimmer. Sag nicht, es gibt ein neues Level. Unterstützt haben? Was? Was ist ein Süßbär? Oh mein Gott! Bro! Why so cute? Ach, damn. Yo, wir haben's gerockt, Alter. Sehr, 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 sehr geil. Lange Zeit hat's gedauert, aber
die können uns nicht aufhalten. Ne? Wie gesagt, ein bisschen Zeit ist ins Land gegangen. Und Zeit, meine lieben Freunde, ist ein absolut gutes Stichwort, weil ihr habt euch gefragt, was ist das für eine geile Uhr an seinem Handgelenk? Und Freunde, was soll ich sagen? Es ist natürlich von meinem Partner Holzkern, Ausrufezeichen Holzkern in den Chat. Da könnt ihr jetzt sparen mit dem Code SEF, da gibt's mega geile Zeitableseapparate, Leute. Ja, so schick könnt ihr auch sein. Der absolut sexyste YouTuber. Ich weiß, es findet nur in eurem Kopf statt, aber, ja, ihr könnt das gleiche jetzt erleben. Nur 10% weniger, weil das ist unerreichbar. Aber, wenn ihr rankommen wollt, dann schaut jetzt bei meinem Partner Holzkern vorbei. Mit dem Link in der Beschreibung, beziehungsweise im Chat. Und dann schaut mal durch und wartet noch nicht kaufen. Packt die Kreditkarte weg. Packt sofort die Kreditkarte weg. Wartet. Geheimer Tipp von meiner Seite. Wartet bis zum 19.11. Da gibt's den Black Friday Sale. Und dann gibt's meinen Code zusätzlich zu saftigen Rabatten. Verpasst das nicht, ja? Die letzte Chance auf ein richtig geiles Weihnachtsgeschenk. Für die Mutter, Oma, den Hund, den Hamster, eure Kindergartenfreundin, für alle. Denn die Auswahl ist riesig. Dankeschön. Sehr nice. So, da klickt ihr jetzt alle einmal schön drauf. 1000 Leute, wer Bombe und dann können wir weitermachen. Ich warte so lange. Kick da bitte drauf auf den Link. Habt ihr alle? Jeremy, warum nicht? Oh, jetzt müssen alle warten wegen dir. Kick auf den Holzkern. Einfach draufklicken. Mit der Maus. Gut so. Sehr schön. Feier ich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dafür ein kleiner Applaus. Habt ihr schön gemacht. Dankeschön dafür, Leute. Sehr, sehr gut. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Horror Games.